Ja, der Winter ist fast vorbei, beziehungsweise hat der heuer ja geil richtig angefangen und der Frühling steht vor der Tür. Und für viele Autobesitzer heißt das Auto einmal einer Grundreinigung zu unterziehen. Ja, und genau das habe ich heute auch vor und suche mir für euch aus YouTube coole Lifehacks, wie man denn mit einfachen Hausmitteln das Auto wieder frühlingsfit bringt. So, ich habe jetzt für euch ein paar coole Tipps aus dem Internet ausgesucht. Und zwar zum einen habe ich zwei Tipps gefunden, wie man denn die Pölster wieder reinigen kann, ganz einfach. Und zwar mit handelsüblichem Rasierschaum und destilliertem Wasser. Und die andere Variante soll mit einer Kernseife gehen. Das probieren wir natürlich für euch aus. Dann habe ich noch einen ganz coolen Tipp, da bin ich gespannt, ob das wirklich funktioniert, gefunden. Und zwar sollen die lästigen der Streifen bzw. der Flecken auf die Autos mit der ganz einfachen Margarine weggehen. Ja, und die Armaturen sollen mit einem Olivenöl wieder im neuen Glanz erstrahlen. Dann legen wir mal los. So, wir legen los mit unserem ersten Versuch, und zwar die Pölster reinigen mit Rasierschaum. Bei mir haben sich da über den Winter, keine Ahnung warum, unterm Kindersitz Flecken angesammelt. Keine Ahnung warum. Auf alle Fälle probieren wir die jetzt mal mit Rasierschaum wegzubringen. Als erstes lassen wir das mal ein. Ich habe jetzt ein Rasiergel, das geht aber auch, weil es schäumt. Und dann das Ganze einmassieren. Einreiben und einmassieren. So, das Ganze sollen wir jetzt ein bisschen einwirken lassen und dann mit einem feuchten Tuch, am besten eben mit einem destillierten Wasser, das gibt nämlich keine lästigen Rückstände, abreiben und das war's. Und nachher tun wir das Ganze abreiben. So, das soll jetzt fertig sein, das soll jetzt ein bisschen eintrocknen, also ob das wirklich keine Fleckenrückstände gibt, da bin ich jetzt echt gespannt. Aber jetzt lassen wir es mal ein bisschen trocknen und machen den zweiten Versuch. Tipp Nummer 2, auch hinten im Auto habe ich Flecken. Das probieren wir jetzt mit destilliertem Wasser und Kernseife. Dann die Kernseife ein bisschen da drinnen einweichen lassen, sodass eine Seifenlauge entsteht. Kernseife soll man deswegen nehmen, weil das unparfümiert ist, kein Alkohol drinnen ist und keine Rückstände geben soll. Wir haben auch wieder destilliertes Wasser natürlich. So. Also, ich habe jetzt eine Seifenlauge mit Kernseife hergestellt. Man soll wieder einen Schwamm nehmen und das Ganze mit dem einreiben. Das war's. Oder das haben wir jetzt wieder einwirken lassen, danach ein bisschen wieder mit am Tuch drüber gehen, damit es ein bisschen auftrocknet. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an und währenddessen machen wir den nächsten Versuch. Wie man sieht, habe ich da überall unten die ganzen Teerflecken dran. So, dann schmieren wir das mal da drauf. Da unten. So, und auch da. Habe ich die Flecken drauf? So, das sollen wir jetzt auch wieder ein bisschen einwirken lassen, dann mit einem feuchten Tuch drüber gehen und dann soll es alles ganz leicht weg sein. Wir warten ab, was passiert.
So, wir kommen zu unserem letzten Tipp. Und zwar soll man die Armaturen mit Olivenöl wieder zum Glänzen bringen. Und das probieren wir jetzt mal aus. Jawohl, krieg doch auf. So. Ich nehme jetzt einmal nicht zu viel, weil sonst habe ich die ganze schmierige Rasch da. Die Armatur. Nach, wo poliere ich denn? Da. Der Staub geht zeitgleich auch weg. Es geht aber ganz gut, finde ich. Das braucht man jetzt nicht einwirken lassen, das sieht man glaube ich schon von selber. Also da bin ich jetzt wirklich begeistert, da braucht man wirklich keine Chemie anwenden. Ein Öl, ein Olivenöl hat jeder daheim, ist total geruchsneutral und ich muss sagen, das glänzt wirklich wieder gut. Bin ich beeindruckt. Und jetzt schauen wir uns die anderen Ergebnisse an. Ich fange jetzt da mal an. Oh ja, stimmt. Ah ja, geht. Ein bisschen eine Schmierage ist es schon, aber wie man sieht, ist das jetzt wirklich super weggegangen da. Weil man kann es jetzt zwar nicht mehr erkennen, aber ich habe letzte Woche mein Auto abgespritzt gehabt und da ist es da unten nicht weggegangen. Und jetzt schon. Cooler Tipp. Neben mir war Tipp Nummer 1, ich habe den Sitz mit Rasierschaum versucht zu reinigen. Es ist noch nicht ganz trocken und ich muss sagen, also Mods begeistert bin ich davon nicht. Da ist noch ein Fleck oder vorne sind noch vereinzelt kleine Flecken. Ich weiß nicht, wenn das jetzt vielleicht komplett trocken ist über Nacht, ob es dann wirklich weg ist, ich bezweifle es. Also ich sage mal, für mich der Tipp, ich gebe den Daumen eher in die Mitte und sogar vielleicht ein bisschen nach unten. Also Mods begeistert bin ich da nicht. Dann schauen wir uns Tipp Nummer 2 an. Ich habe den Sitz mit Kernseife und destilliertem Wasser bearbeitet. Also da muss ich sagen, in der Fläche sieht man gar nichts mehr. Es ist noch nicht ganz trocken, wie man da vorne an dem Rand sieht. Das wird aber mit Sicherheit noch auftrocknen. Das ist nur destilliertes Wasser, das gibt keinen Rand. Also da muss ich schon jetzt sagen, gibt für mich absolut Daumen nach oben. Also, mein Auto ist wieder sauber, für mich kann der Frühling kommen.